im Verhör geht in den Knast. Wir treffen den Boss der AMG-Bande. Asier Rodriguez Santos. Jeder in seiner Gang fuhr denselben Typ AMG-Mercedes. Das war ihr Markenzeichen. Sie hatten gute Kontakte zu arabischen Großfamilien und den Hells Angels. Ihre Überfälle waren akribisch vorbereitet und sie wussten sich gut zu tarnen. Doch irgendwann hatten die Ermittler genügend Beweise zusammen. Asier Rodriguez Santos hat in der JVA Willig ein Buch geschrieben. Es geht um filmreife Verbrechen, für die er noch sehr lange sitzen muss. Ich sitze im Besucherraum der JVA gegenüber Asier Rodriguez Santos. Wir hätten Sie gern zu uns in den Verhörraum eingeladen, aber es ist leider nicht gelungen. Sie sitzen hier noch ein bisschen fest. Hallo erstmal. Hallo erstmal. Ich grüße Sie. Hier im Urteil steht, Sie sind zu 12 Jahren verurteilt worden. Was genau haben Sie dafür verbrochen? Das ist ja eine verdammt lange Strafe. Ja, das stimmt. Ich wurde zu 12 Jahren verurteilt, weil ich einen Goldraub begangen habe, bei dem 300.000 Euro, also Schmuck im Wert von 300.000 Euro, erbeutet wurden. Ich habe einen Geldtransporter in der Dortmunder Innenstadt geplündert. Kam mehr als 500.000 Euro bei rum. Ich habe einen Geldautomaten geplündert mit einem Schlüssel, mit dem Originalschlüssel, bei dem auch eine 6-stellige Summe herumkam. Wir haben einen Geldtransporter gekauft und verkleidet wie die echten Sicherheitsleute, sind dann zu einem Unternehmen gefahren und haben uns so ausgegeben, als wären wir die echten, um das Geld abzuholen, und haben dort mehr als 1.000.000 Euro erbeutet. Und dann wurde ich noch verurteilt wegen dem Besitz eines AK-47 Sturmgewehrs. Da steht Kriegswaffe. Kriegswaffe, genau, wegen einer Kriegswaffe. Das ist ein AK-47. Und wegen einer Handfeuerwaffe, einer 9mm. Und ich wurde verurteilt wegen Verabredung zum Verbrechen. Da ging es um Coups, also um Dinger, Straftaten, bei denen ungefähr geschätzt 60 Millionen bei rumgekommen wären. Sie haben jetzt hier in der Haft ein Buch geschrieben, das heißt die AMG-Bande. Warum heißt die AMG-Bande? Also wir haben uns den Namen nicht selber gegeben, ja, sondern die Medien haben uns den Namen sozusagen aufgebrummt, weil wir alle, die dort an den Straftaten beteiligt waren, privat AMG gefahren sind. Und ist das, ich sehe hier ein Foto vor mir, da sieht man sehr viele Wagen. Das ist jetzt leider in Schwarz-Weiß. Mhm. Aber wenn Sie sich das hier mal so angucken, da stehen ja viele. Sind genau. Das die Typen, die Sie gefahren sind? Ja, das oder? Sind ein paar von den Wagen, die wir gefahren sind. Was war das? Was waren das für welche? Ein CLS 63 AMG, ein C63 AMG. Das ist eine E-Klasse mit AMG-Ausstattung. Aber dann gab es noch eine E63 AMG und ein S63 AMG. Also eigentlich querbeet alle AMGs, die es gibt. Warum war das denn so wichtig, AMG zu fahren? War nicht wichtig, aber das ist ein schönes Auto. Sehr schön, sehr bequem, steht für Qualität. Aber dass jeder auch einen gefahren ist, das war schon auch so Ihr Erkennungszeichen oder Ihr Markenzeichen? Oder wie soll man das sich vorstellen? Wir sind alle zusammen aufgewachsen. Okay. Und wenn man sich halt versteht, dann entwickeln sich manchmal auch dieselben Vorlieben. Und wir mögen alle AMGs. Mhm. Also hinterher hat man natürlich sich auch andere Autos noch dazu geholt, aber die ersten Autos, die man hatte, waren halt AMGs, mit denen man privat gefahren ist. Mhm. Für die Straftaten haben wir andere Autos bevorzugt. Für die Straftaten, da kommen wir ja gleich noch zu. Ich wüsste trotzdem noch mal gern, was war denn die AMG-Bande überhaupt? Also was hat sie ausgezeichnet? Hatten sie eine bestimmte Form von Zusammenhalt? Haben sie bestimmte Form von Straftaten begangen? Was war die AMG-Bande? Also eigentlich war die AMG-Bande Jungs, die miteinander aufgewachsen sind. Mhm. Und die den falschen Weg eingeschlagen haben, schon in jungen Jahren. Und ihr Lebensunterhalt durch Straftaten finanziert. Und die waren ein bisschen halt besser geplant als andere Sachen, als andere Straftäter, sage ich jetzt mal. Und vielleicht deswegen waren wir in aller Munde, sage ich jetzt mal, aufgrund dessen. Weil wir sehr, ich sag mal so, wie die das bewerten, professionell vorgegangen sind und detailverliebt und präzise, konzentriert und sauber gearbeitet, in dem Sinne, dass wir halt eigentlich nie Spuren hinterlassen haben. Bis auf eine Angelegenheit, da gab es. Da ist aber sowieso alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte.
Zu den einzelnen Straftaten kommen wir später noch mal. Aber ich wüsste gerne mal, was glauben Sie denn so im Nachhinein, warum Sie so lange so erfolgreich waren? Sie sind ja, das haben Sie gar nicht gemerkt, später auch abgehört worden. Die umfangreichen Überwachungsmaßnahmen sind im Gerichtsurteil dokumentiert. Die Ermittler haben nicht nur die Mobiltelefone der AMG-Bande ausgespäht, auch die Autos waren verwanzt. Die Dialoge aus der sogenannten Innenraumüberwachung haben wir nachsprechen lassen. Und deswegen bin ich auch so mega erfolgreich, weil ich immer an diejenigen denke, die in meiner Umgebung sind. Frag mal die anderen Jungs, die jetzt AMG fahren bei uns, wer die klar gemacht hat. Dingens. Frag die mal, wer jetzt eine Rolex trägt für 36 Mille. Sie sind abgehört worden und da sprechen Sie auch davon, warum Sie so erfolgreich waren. Weil wir füreinander einstanden und jeder an den anderen gedacht hat und wir jeder also in dem Sinne den Erfolg geteilt haben, dass jeder hatte was davon. Ja, bei uns, wir haben uns nicht untereinander betrogen, sondern jeder hatte davon was und wenn man was davon hat, dann ist man halt hoch motiviert. Also wir haben hier auch so Bilder von, man sieht hier, was sieht man hier genau, was ist das eigentlich, was ist da besonders? Das ist eine schöne Uhr, das ist eine Rolex Daytona mit Perlmutt-Diamant-Zifferblatt. Sehr schön, unter Uhrenliebhaber sehr beliebt. Und ja, das ist eine Rolex Datejust, auch mit Diamant-Zifferblatt und in Stahlgold, das ist Vollgold. Und das sind halt so schöne Sachen, sage ich jetzt mal. Also jeder hat ja irgendwelche Liebhaben. Der eine mag Autos, der andere mag Segelboote, Yachten und wir mochten Uhren. Also Uhren, Autos und, was sieht man da noch? Geld. Sehr viel Geld, oder? Ja, natürlich. Mhm. Für uns, wie wir damals unterwegs waren, war das jetzt nicht besonders viel. So, das war, wie viel ist das ungefähr? Nur mal so. Ich glaube, das waren 5.000 oder 10.000 Euro. Damit ist man halt unterwegs gewesen. Und normalerweise in kleineren Scheinen, weil ich kann mich daran erinnern, als ich das hatte, hatte ich gerade einen Goldbarren verkauft. Und deswegen haben die mich in 500-Euro-Schein ausgezahlt. So halt. Es gibt einen Polizisten, der Sie sehr lange begleitet hat in Ihrem Leben. Ich glaube, seit Ihrer Jugend, der Herr, wie hieß er? Sie haben ihn im Buch, die heißen alle anders natürlich, genau. weil Sie die Namen nicht nennen dürfen. Wie hieß der genau? Schmitz hieß der? Genau. Okay. Herr Schmitz hat Sie lange begleitet. Genau. Und der war auch in der heißen Phase zum Schluss mit dabei und war dann auch bei Ihrer Verhaftung mit dabei, nehme ich an, oder? Mehr oder weniger? Ja, könnte man so sagen, ja, genau. Ja. Nicht direkt bei meiner Verhaftung, aber der war an der Razzia beteiligt. An der Verhaftung und an den Razzien beteiligt. Ist das so wie ein ewiger Feind gewesen für Sie? Oder was hat der genau also für Sie Feind, bedeutet? Ne, also ein Feind war das nicht. Das war einfach jemand, der seine Arbeit gemacht hat, um mir meine Arbeit schwer zu machen. Meine damalige Arbeit. Draußen observiert und abgehört, das gab es immer mal wieder. Man konnte nie zu 100% sagen, ja, jetzt ist es soweit. Sondern man hat immer so damit gelebt. Als wenn es die ganze Zeit geschieht, als wenn du die ganze Zeit unter Beobachtung bist, als wenn du die ganze Zeit abgehört wirst. Nur gegen Ende sind wir halt nachlässig geworden, weil die letzte Straftat halt so lange her war und man sich in Sicherheit gewogen hatte. Okay. Weil man, das ist ja so, wenn die Polizei kann jetzt nicht einfach kommen und jemanden abhören, sondern die müssen dafür einen Beschluss bekommen. Die Polizei sagt dem Staatsanwalt Bescheid, der Staatsanwalt schreibt den Beschluss und stellt den beim Gericht. Und das Gericht muss dann aufgrund dessen, was dort drin steht und was für Beweise oder Indizien es gibt, die Überwachung genehmigen. Und im Normalfall genehmigen die auch nicht für ein Jahr, sondern für 3 Monate. Und wenn sich während diesen 3 Monaten nichts ergeben hat, dann wird der Antrag auch eigentlich nicht weiter bewilligt. Und die letzte Straftat war halt schon fast ein Jahr her. Mhm. Ja? Und wir wissen, dass die Angelegenheit an ACTA war. Ja? Und dann hat man sich halt sicher gefühlt und ist nachlässig geworden. Und dann haben Sie auch offen gesprochen am Telefon? Nein, am Telefon nicht, sondern im Fahrzeug. Okay. Haben wir über die Vergangenheit, habe ich über die Vergangenheit gesprochen und hinterher bei der Planung, bei den Fahrzeugen, die wir brauchten für die Observation, die Logistikfahrzeuge, nicht die Fluchtwagen, wurden wir dann halt auch dort verwandt und abgehört, weil wir hatten so unsere Regeln und die haben wir am Ende alle gebrochen. Was waren das für Regeln? Also als erstes, dass man keine
dass man niemanden gefährdet bei der Straftat. Am besten, dass niemand vor Ort ist. Dass man natürlich nicht im Auto spricht, ein Telefon schon mal gar nicht. Dass man keine Telefone mitnimmt zur Observation. Ja, daran haben wir uns ja gehalten. Also Observation, das klingt so nach Ermittlern und Ermittlungen, aber Sie meinen, Sie haben selbst observiert, richtig damit? Also Sie haben, bevor Sie die Straftaten begangen haben, haben Sie tatsächlich ausreichend die Objekte observiert. Da kommen wir auch gleich zu. Ja, da hat er mir auch, wollen Sie gerade sagen, dieser Ermittler, da hatte mir auch einmal ein Ermittler gesagt, der... Es ist wie so ein, wie soll ich sagen, im Endeffekt viele von den Polizisten, die haben es schon geahnt und die wussten, dass da was läuft, aber es geht immer darum, halt was zu beweisen. Und da hatte mir einmal einer gesagt, so wie ihr observiert und euch Gedanken macht, wie ihr an dieses oder jenes Objekt oder an das Geld rankommt, observieren wir euch und ihr seid unsere Beute. Also in dem Sinne gibt es ja nicht, wie wir gearbeitet haben, gibt es so ein paar Parallelen. Halt, ne? Wir, wenn es nötig gewesen wäre, hätten wir auch Abhörmaßnahmen durchgeführt. Aufzeichnungen, Hacking, alles, um ans Ziel zu gelangen. Und die Polizei macht das ja auch. Ja. Wie komplex Sie das betrieben haben, das würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen besprechen zu Ihrem größten Coup. Da haben Sie in Gronau ein Unternehmen überfallen, das Supermarkteinnahmen sammelt. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Größe, das werden Sie uns bestimmt mal sagen. Wie sind Sie denn auf diese Firma gekommen? Also ich hatte einen Kollegen, der ein bisschen älter war als wir alle, 20 Jahre älter zu dem Zeitpunkt, also immer noch 20 Jahre älter. Und der hat in der Geld- und Wert Branche gearbeitet, in der Sicherheitsbranche, in einem Geld- und Werttransportunternehmen. Mhm. Und diese große Filiale, von der Sie gerade gesprochen haben, das war ein Kunde von diesem Unternehmen. Dieses Geld- und Werttransportunternehmen hat ihre Geldtransporter, die fahren immer Routen. Also es gibt verschiedene Arten von Routen. Es gibt einmal die Geldtransporter, die morgens losfahren von Unternehmen oder von dort aus, wo die Fahrzeuge geparkt sind. Und holen das Geld ab. Und das Unternehmen, wo wir zugeschlagen haben, war ein Kunde, wo die das Geld abholen. Ja? Also die fahren dann zum Beispiel zu einer Bank, von der Bank fahren die zur nächsten Bank, von der Bank fahren die zum Lebensmittelladen, von der Bank fahren die zum Logistikcenter, zur Bäckerei oder sonst was. Und dieses Unternehmen, Lebensmittelunternehmen, von dem Sie gerade gesprochen haben, das war ein Kunde von dem Sicherheitsunternehmen, wo mein Insider gearbeitet hatte. Das war so, er hat dann gesagt, guck mal, ich sehe da und da eine Sicherheitslücke oder eine Chance, dass man da was machen könnte. Ja? Und dann guckt man sich das an, wie man das machen kann und ob man das machen kann und natürlich, ob die Informationen, die er uns gegeben hat, so der Wahrheit entsprechen. Und genau. Und natürlich werden dann auch manchmal Vorschläge direkt unterbreitet, wie man das denn machen soll. Mhm. Und manche Vorschläge, so wie in diesem Fall, die haben halt nicht mit der Regel übereingestimmt, dass man niemanden schaden sollte. Und deswegen muss ich mir viele Gedanken machen, wie man denn da rankommt an das Geld. Mit wie viel Geld haben Sie denn da überhaupt gerechnet? Da geht es schon um viele Millionen dann, oder? Genau, also man muss mal gucken, wann man sowas macht. Es gibt Tage, die sind Einnahme stärker als andere, ja, und beste Zeit ist in der Vorweihnachtszeit, weil da sehr viel eingekauft wird. Allgemein vor Feiertagen, wenn dann die Filialen mehrere Tage geschlossen haben und man nicht einkaufen kann, dann gehen die Leute sehr viel einkaufen, um die Tage zu überbrücken. Und in der Vorweihnachtszeit auch erst recht. Und wir haben in der Vorweihnachtszeit, also wir haben damit gerechnet, was auch öfters so der Fall war, dass da 3 bis 4 Millionen Euro bei rumkommen. Mhm. Das war, womit wir gerechnet haben. Und wie genau haben Sie dann dieses Unternehmen ausgekundschaftet? Wie lange hat das zum Beispiel auch gedauert? Das hat eigentlich mehrere Jahre gedauert. Also, Jahre? Ja, also die Idee, die war schon lange vorher da. Ja. Das heißt, ja doch, könnte man sagen, 2 Jahre ungefähr war die Idee schon da. Dann hat man sich das angeguckt. Dann gab es aber ein Problem. Wir brauchten ein Zeitfenster. Folgendes ist Sache. Der Geldtransporter fährt morgens los vom Geld- und Werttransportunternehmen. Das wussten Sie alles von Insider. Genau, das wusste ich von Insider. Der fährt los, der fährt seine Route
Und irgendwann kommt er dann dort an, bei diesen, bei dieser, ich nenne es einfach mal, Haupt, bei der Zentrale dieses Unternehmens, Lebensmittelunternehmens. Und dort holt er das Geld ab. Also er fährt erstmal aufs Gelände, das ist sehr groß, Logistikcenter, Hauptgebäude, fährt erstmal dorthin, über die Straßen, die zum Gelände gehören vom Unternehmen, fährt dann rückwärts, also fährt einmal so ein Stück, so eine Abfahrt hinunter und fährt rückwärts dann in die Garage. Und vorher natürlich, 10, 15 Minuten vorher, ruft er natürlich an und sagt, ich bin jetzt gleich da. Also die Sicherheitsleute, die im Geldtransporter sind, die rufen dort an und sagen, wir sind unterwegs, wir kommen gleich. Und dann weiß der Typ, wer auch immer das ist, die Mann oder Frau, Angestellte dieses Unternehmens, die dort für das Geld zuständig sind, dass der Geldtransporter gleich kommt und die nehmen dann eine große Stahlkiste, wo die ganzen Einnahmen drin sind, schon gezählt und mit Banderolen verpackt. Die nehmen das Geld, legen das in den M-Behälter. M-Behälter heißt die Stahlkiste. So nennt man das in Fachjargon in der Geld- und Wertbranche, also in der Sicherheitsbranche. Sie kennen sich gut aus. Ja, genau. Wir haben uns sehr damit beschäftigt. Und haben das Geld dann, die legen das Geld da rein. Wir hieven das dann auf einen Hubwagen. Und mit dem Hubwagen gehen die dann in einen Aufzug, einen Lastenaufzug. Und fahren damit runter in den Keller. Von dem Keller kommen die dann mit dem Hubwagen raus. Gehen durch eine Tür und sind dann in einer Garage, die auch, soweit ich weiß, nur dafür genutzt wird. Ja? Für diese Übergabe an den... Genau, weil daneben gab es noch eine andere Garage, da war ein Fuhrpark. So, und oben waren auch Autos. Also gab es auch noch mal einen großen Parkplatz. Und worauf muss man da genau achten beim Auskundschaften? Wo sind Kameras zum Beispiel? Ich kenne das von den Ermittlern, die gucken dann erstmal in der Umgebung, ob geblitzt wurde. Genau. Worauf müssen sie da achten? Oder mussten Kameras. Sie? Genau, Kameras. Wo sind Kameras? Sind dort drinnen Kameras? Man muss sich auch vorstellen, zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, wie man vorgeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es also zwei Varianten, die Sie vorbereitet haben. Welche waren das genau, um diesen Coup auszuführen? Die nicht vorbereitet, sondern eine wurde vorgeschlagen und für mich kam aber was anderes in Betracht. Also es wurde vorgeschlagen, dass man... Während der echte Geldtransporter vor Ort ist bei diesem Unternehmen, um das Geld vom Unternehmen abzuholen, dass man dann vorfährt, ja, aussteigt, verkleidet wie SEK-Beamter, sage ich jetzt mal, oder wie ein Einsatzkommando auf jeden Fall, bewaffnet, maskiert, aussteigt, eventuell eine Blendgranate schmeißt, hingeht, die Leute dort überwältigt, ja, das Geld aus dem Geldtransporter nimmt und das Geld vom Unternehmen mitnimmt. Denn in diesem Moment war der Geldtransporter, weil das ja ein Sicherheitsbereich ist, wäre rein theoretisch der echte Geldtransporter auch unscharf, also ohne Alarm. Und die Türen wären offen, weil die ja das Geld entgegennehmen. Das heißt, man könnte das Geld vom Unternehmen nehmen und man könnte das Geld vom Geldtransporter nehmen. Hört sich erstmal verlockend an, aber die Art und Weise hat mir nicht gepasst. Für mich war klar, und das wollte ich auch durchsetzen und habe ich auch am Ende durchgesetzt, dass wir dorthin fahren, uns ankündigen, erstmal einen Geldtransporter besorgen, den verkleiden, dort anrufen, uns verkleiden natürlich, hinfahren, rückwärts rein, so tun, als wenn wir die echten Sicherheitsleute wären und das Geld abholen und damit davonkommen, ohne dass auch nur eine Fliege zu Schaden gekommen ist. Ich wollte mich als Sicherheitsmann mit einem Geldtransporter, also einen Geldtransporter kaufen und mich als Sicherheitsmann ausgeben, dort anrufen und das Geld abholen. Das ist ein mutiger Plan. Ja. Wie haben Sie den umgesetzt? Ja, genau so. Mit dem Risiko, dass das Zeitfenster eventuell nicht reicht und dass wir uns währenddessen begegnen oder auf der Rückfahrt begegnen. Nur hatten Sie denn Chancen, rauszufinden, wo der echte Geldtransporter war? Also ja, wir kannten seine Route. Ja. Okay. Aber es gab dann ein wichtiges Detail, das sich geändert hatte im Laufe der Zeit. Der Insider, der ist dann nochmal diese Route gefahren. Ja, der ist ja nicht immer diese Route gefahren. Mhm. Aber der ist doch mal diese Route gefahren und hat dann festgestellt, dass vorher sind wir davon ausgegangen, dass es Zeit, und haben wir auch beobachtet, wie der echte Geldtransporter immer gekommen ist. Und die waren immer pünktlich. So, das heißt, es war sehr, sehr schwer. Immer pünktlich oder ein paar Minuten nur, so mehr oder weniger. Und dann, vielen Monaten, ist der Insider nochmal diese Route gefahren und hat dann gesagt, diesmal war das Zeitfenster größer. Und das war eigentlich dann... Wie viel war das, so um und bei? Halbe Stunde. Halbe Stunde, okay.
Ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also ja klar, ist auch knapp. Aber vorher sind wir davon ausgegangen, 10, 15 Minuten. Okay. Mhm. Das, also vorher war das auch so. Da waren die immer pünktlich. Vielleicht, weil die den als Neukunden erworben haben. Weil davor war dieses Unternehmen nicht Kunde bei dem Geld- und Werttransportunternehmen, wo mein Insider war, sondern bei einem anderen Werttransportunternehmen Kunde. Und vielleicht, weil die den dann als neuen Kunden bekommen haben, sind die erstmal immer pünktlich gekommen. Also das ist das, was ich mir so Gedanken darüber gemacht habe damals. Sind die immer pünktlich gekommen und haben halt geguckt, ja, wie sind die denn drauf? Weil wenn du dann unpünktlich kommst, dann kündigen dich ganz schnell und dann suchen die halt einen neuen Partner. Mhm. Vielleicht sind die am Anfang immer pünktlich gekommen und dann nach der Zeit ist es dann so fahrlässiger geworden. Weil dieses Unternehmen hat viele fahrlässige Fehler begangen. Von denen Sie später profitiert haben. Genau. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen als Geldtransportunternehmen davor fahren. Da braucht man ja auch ein Auto dafür. Wo bekommt man das denn her? Und wie kann man das so genau nachbauen? Also wir haben kein Auto nachgebaut. Wir haben einen echten Geldtransporter gekauft. Woher? Hatten Sie den? Kauft man den im Internet? Oder wo kriegt man den her? Echt? Du suchst im Internet und dann findest du welche. Okay. Ja, und dann musst du die kaufen. In der Nähe von Frankfurt haben wir den gekauft. Hier, da. Das ist der Nachgemachte sozusagen? Nein, das ist ein echter Geldtransporter. Das ist ein echter Geldtransporter? Gepanzerter Geldtransporter, genau. Das sieht man auch hier an der Luke. Ja. Und was nachgemacht ist natürlich das Design. Weißt du, wie ich den gefälscht habe? Wir haben einen Originalen gekauft. Wie? Gekauft. Habe ich gekauft im Internet. Der war aber weiß. Den haben wir schwarz poliert. Und siehst du das hier? Das ist Magnetfolie. Mit schwarzem Lack auf dieser Magnetfolie, die kannst du einfach ans Auto dran machen. Aber die kannst du sofort wieder abmachen. Tack, tack, tack. Runter. 50 Sekunden. Da war der wieder schwarz. Ganz schwarz. Da kommen wir später noch mal zu. Aber erstmal muss man ja wissen, wie das Ding überhaupt aussieht. Vor allem auch von innen aussieht. Mhm. Das haben Sie mal ausgespäht tatsächlich. Ne? Ja, genau. Was haben Sie da genau gemacht? Also ich musste wissen, natürlich, also ich von innen war auch relevant, aber ich brauchte eigentlich mehr die Fotos von außen. Mhm. Ja? Weil von innen wussten wir schon ungefähr von Insider oder von meinem anderen Partner, ja, der auch in dieser Sicherheitsbranche gearbeitet hat. Es gab ja zwei Insider. Von innen wussten wir ja schon ungefähr grob, wie es aussieht. Ja? Und davor waren wir auch schon mal in einem anderen Geldtransporter drin. Da kommen wir aber wahrscheinlich gleich zu. Ne? Wichtig war, dass ich diese Fotos machen konnte. Hier. Vom Logo vom Unternehmen. Und wie haben Sie das angestellt? Indem ich mich verkleidet habe als Student. Das Gute war, direkt dort, wo die Autos geparkt haben, dahinter war eine Berufsschule. Ja, zwei Berufskollegen sogar. Zwei verschiedene, aber auf demselben Gelände. Und ich habe mich dann verkleidet wie so ein Student. Ganz mal, was heißt wie so ein Student? Wie sieht ein Student aus, sag ich jetzt mal? Oder wie ein Schüler? Wie sieht ein Schüler aus? Aber so halt ein schön weißes Oversize-T-Shirt, Sneakers, Cappy, so ganz normal, sympathisch. Und bin dann da hingegangen, also nicht eher wie so ein Gauner oder wie hier in Gucci oder so. Das sind Sie hier, ne? Ja, das ist so ein Bild von Ihnen, das mit was lauter Markensachen im Grunde genommen. Ne? Ja. Also nicht in dieser Verkleidung, sondern eher so Schüler, ganz normal, klassisch. Berufsschüler oder sowas. Berufsschüler, Hab mir dann sogar einen Schülerausweis gemacht. Also wir hatten so ein Kartengerät, konnte man am Laptop halt designen und draufschreiben und dann hat das Kartengerät halt alles ausgedruckt. Das brauchen wir halt später auch für das Unternehmen, wo wir das Geld abholen. Da haben wir uns dann die Ausweise gefälscht von den Sicherheitsleuten. Und dann bin ich da hingegangen und habe erstmal nur Fotos von außen machen wollen, von den Geldtransportern, weil wir mussten ja das kopieren und ich brauchte Autofolierer, die das für mich kopieren. Und damit die das perfekt kopieren, brauchen die natürlich auch Fotos, wie das ungefähr aussieht. Und im Internet war das jetzt nicht so einfach zu finden. Ich habe halt im Internet geguckt, da gab es ein paar Fotos vom Unternehmen, aber so richtig perfekt musste man halt dann vor Ort gehen, um die Fotos zu knipsen. Und als ich dann da war, habe ich die Fotos geknipst, war erstmal alles cool, war natürlich auch ein... Von außen erstmal, Ich bin aufs Gelände draufgegangen, weil ich wusste vom Insider, dass da vor einem Jahr oder vor zwei Jahren an den Geldtransportern, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, einfach die Reifen platt gestochen wurden. So. Und da war zwar eine Kamera, aber die wurde wahrscheinlich hat die nur live überwacht und nicht aufgezeichnet, weil da gab es irgendwie nie so ein Video, hat er mir halt so gesagt. Und deswegen dachte ich mir, komm, dann gehe ich einfach mal am helllichten Tag dahin und knipse mal meine Fotos mit so einer Spiegelreflexkamera. Und dann in dem Moment kam plötzlich ein Geldtransporter, so, womit ich
rechnen musste. Deswegen habe ich mich auch so verkleidet und hatte schon meine Geschichte, die ich dann erzählen würde. Sind dann ausgestiegen und haben mich dann gefragt, was ich hier zu suchen habe. Und dann habe ich denen halt vorgemacht, dass ich ein Schüler bin, der jetzt gerade hier so ein Seminar plant, also dass ich so eine Schulaufgabe machen muss. Wie macht man das? Weil ist man da nicht aufgeregt, wenn so zwei Typen auf einen zukommen, die ja wahrscheinlich auch bewaffnet waren? Oder? Ja, die hätten in dem Moment nicht auf mich geschossen. Naja, aber trotzdem, das ist ja schon, also ich würde mich fürchten. Nee, also Angst hatte ich nicht. Nee. Natürlich, ich hatte also nicht Angst, dass die mir was tun, sondern ich war nervös. Oder wird das jetzt klappen? Werden die mir glauben oder wie werden die reagieren? Das natürlich, diese Befürchtung hatte ich. Aber die hätten mir ja nichts getan. Die hätten höchstens gesagt, komm, sieh mal zu, dass du Land gewinnst. Oder die hätten vielleicht die Polizei angerufen, um meine Personalien festzustellen. Mm. Und dann habe ich denen halt so eine Story erzählt, dass ich hier für die Schule das brauche und dass ich auch gerne in der Branche arbeiten wollen würde. Und das können Sie das mal nachmachen, wie Sie das gemacht haben? Also, stellen Sie sich mal vor, ich bin der Geldtransportunternehmer oder Fahrer und wie macht man das? Also ist ja wie Schauspielerei, oder? Genau. Ja. Können Sie es mal vormachen, bitte? Ich kann es versuchen. Ja. Also ich frage Sie jetzt, was machen Sie hier? Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Ivanovic und ich bin von der Berufsschule hier von nebenan und ich wollte eigentlich nur hier hinkommen. Ich liebe diesen Beruf. Also mein Vater war auch Sicherheitsmann in meiner Heimat, in unserer Heimat. Leider ist er verstorben. Und ich habe mir daher geschworen, dass ich auch in der Sicherheitsbranche anfangen werde zu arbeiten. Und deswegen mache ich jetzt gerade in der Schule, also wir haben gerade die Aufgabe, dass wir in der Schule eine Aufgabe machen über ein Referat über unseren Traumberuf. Und deswegen bin ich hier gewesen, ich habe die Fotos geschossen, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich kann auch direkt wieder gehen, wenn Sie möchten. Bitte nehmen Sie mir das nicht übel. Es ist halt einfach nur, dass ich wirklich Sie sehr respektiere für das, was Sie machen und dass Sie jeden Tag Ihr Leben aufs Spiel setzen, damit wir einen sicheren Geldfluss hier in Deutschland haben. Und wenn es geht, würde ich vielleicht noch ein, zwei Fotos schießen, wenn es in Ordnung wäre. Wenn nicht, ich kann die Fotos auch löschen. Wow. Aber also das ist ja eine komplette Legende, die Sie sich da ausgedacht haben. Ja, genau. Vorher. Davon lebten wir. Ich bin beeindruckt. Wie haben die denn reagiert? Ja, die haben positiv reagiert. Also die waren gerührt. Ich habe es da natürlich noch ein bisschen, jetzt ist es schon 4 Jahre her, da war ich noch ein bisschen mehr in dieser ganzen Materie, also in dieses Schauspielerei, sage ich jetzt mal. Und irgendwo auftreten und sich ausgeben als jemand, der man nicht ist. Das musste ich ja öfters machen. Und die haben dann sehr positiv reagiert. Also das war dann natürlich ein bisschen mehr emotional und ein bisschen mehr Elan als wie jetzt. Ich habe mich darauf vorbereitet. Sie haben mich gerade damit überrascht, dass ich das jetzt hier machen muss. Und die haben sehr positiv darauf reagiert und haben dann sogar gesagt, komm Jung, kein Problem. Kannst sogar von drinnen mal fotografieren, so, wenn das für deinen Referat ist und so. Ich habe denen dann auch meinen Schülerausweis gezeigt. Ich kannte noch damals von der Schule, da hatten wir immer diese Eastpack-Portemonnaies, die man dann so aufgemacht hat mit Klettverschluss. Und so eins habe ich mir dann auch besorgt, weil ich weiß nicht, ob nur ich das so empfinde, aber wer so ein Etui hat, der hat nichts zu verbergen. Das ist so ein tolles, nettes Ding, so ein Etui, was du so aufklappst und so zeigst. Ja, hi, wie erinnert einen an sein eigenes Kind. Wenn man früher hier so damit rumgelaufen ist zum Beispiel oder die Leute von der Presse, die so einen Ausweis haben. Also alles, was den Menschen bekannt vorkommt, wir haben uns mit Psychologie auseinandergesetzt, alles, was den Menschen bekannt vorkommt, dafür ist er empfänglicher. Das haben Sie sich vorher schon so ausgedacht? Das haben wir im Laufe der Jahre gelernt. Also Sie wussten durch diese Fotos, die Sie dann machen durften, ganz genau, wie der Geldtransporter innen auch aussieht, nicht nur von außen. Jetzt galt es aber auch noch herauszufinden, was während dieser Prozedur des Geldabholens in dem Unternehmen tatsächlich im Geldtransporter stattfindet. Da gab es so eine Art Beleg, den man ausdrucken musste. Genau. Was hat es damit auf sich? Also man muss erwähnt werden, normalerweise ein Geldtransporter im öffentlichen Bereich, ja, wenn die auf ihrer Route sind, da dürfen nicht beide Leute aussteigen, ja, sondern einer, der Fahrer, der bleibt immer drinnen und der Läufer steigt aus. In diesem Fall, wenn so ein Geldtransporter in eine Garage reinfährt, in einen gesicherten Bereich, mag man glauben oder mag man so sagen, dürfen die den Alarm vom Geldtransporter unscharf schalten. Also ein Geldtransporter ist auch immer scharf geschaltet mit einem Alarm. Mhm. So, das bedeutet, wenn ein Überfall passiert, dass direkt, wenn die Leute
die Sicherheitsmänner zwingen, aus dem Auto zu steigen, dass dann direkt ein Alarm angeht. Also beim Fahrer zumindest, beim Beifahrer nicht. Und wenn die aber in so einem gesicherten Bereich sind, wie in dieser Garage bei dem Unternehmen, dann können beide auch aussteigen. So. Und dann steigen beide aus. Also der eine, der macht zum Beispiel einen Frachtbereich auf, macht alle Türen auf. So, okay? Und steigt vielleicht auch aus. Normalerweise steigt er aus. Bei uns war aber die Tür kaputt, also hinten. Deswegen konnte man die von außen nicht aufmachen. Deswegen hat er die von innen aufgemacht. Und ein anderer geht dann zum Angestellten. Er sagt, guten Tag, hallo. Ne? Ganz normal, als ob nichts wäre. Täglich, als ob das das täglich Brot wäre. Dann geht man direkt bewusst, selbstbewusst an den M-Behälter. Also an die große Stahlkiste, von der ich vorhin schon erzählt habe, wo das ganze Geld drin liegt. Und scannt die Blombe. Also man ist ausgestattet, ein Sicherheitsmann, wie stellt man sich den vor? Man sieht die, also viele Leute kennen den nur, so wie ich das weiß mittlerweile, was mir viele Leute erzählt haben, wie die aus dem Supermarkt rauskommen mit einem Koffer in der Hand. So, der ist dann mit einer Handschelle dran, Handschellen befestigt am Handgelenk oder mit einem Gerät, das Farbe abgibt. Wie sieht ein Sicherheitsmann aus? Er trägt seine Sicherheit, also ganz normale Arbeitskleidung, in dem Fall war es ein rotes Polohemd vom Unternehmen mit dem Logo drauf. Hier trägt er eine Waffe. Hier trägt er einen digitalen Scanner und Drucker. In diesem Fall konnten wir aber nicht, also wir konnten denselben Drucker und Scanner kaufen, aber wir hatten nicht die Software. Mhm. Okay? Und der hat dann seinen Drucker und Scanner, geht dahin, scannt die Blombe. Die Software nimmt das ins System auf, also dieses Buchungssystem nimmt das auf und scannt dann, nimmt das auf und scannt dann die Quittung raus. Also scannt das und druckt die Quittung aus. Genau. Und dann wird das da unterschrieben, also wie so ein Quittierbeleg. Mhm. Und dann wird es dort unterschrieben. Ein Quittierbeleg behält der Mann vom Unternehmen und ein Quittierbeleg behält der Sicherheitsmann. Genau. Und so halt. Die Blume wird gescannt, es wird ausgedruckt, man unterschreibt und man verfrachtet das Geld in den Transporter und fährt weg. Ein solcher Coup, also das, Sie sagen, Sie haben quasi Jahre den vorbereitet. Mich erinnert das so ein bisschen an die berühmte Goldmünze in Berlin, den berühmten Raub. Als die Goldmünze über Nacht aus dem Bode-Museum in Berlin verschwindet, kann sich das zunächst niemand erklären. Die Ermittler finden Überwachungsaufnahmen vom 27. März 2017. Da schleichen drei vermummte Gestalten über den nahegelegenen S-Bahnhof. Aber wie diese Diebe die 100 Kilogramm schwere Münze Big Maple Leaf aus dem Bode-Museum geraubt haben sollen, bleibt zunächst ein Rätsel. Logistisch ist der Goldmünzen-Coup mit einer Leiter, Schubkarre und einer Axt ausgeführt worden. Ein ausgeklügelter Plan inklusive Fluchtauto und Insider. Dahinter steckt der Ramo-Clan. Unser Spiegel-TV-Reporter ist dem beteiligten Wissam Ramo schon sehr früh auf der Spur. Tag, Herr Ramo. Meyerhoff von Spiegel TV. Können Sie mal sagen, was mit der Goldmünze gewesen ist? Herr Remo, wo ist denn die Goldmünze abgeblieben? Was ist mit dem Geld passiert? Wissam Ramo ist mittlerweile wegen des Raubes der Goldmünze rechtskräftig verurteilt worden. Die Big Maple Leaf hat einen Reinheitsgehalt von 99,999% Gold. Königin Elisabeth II. Ist darauf abgebildet. Es gibt nur 6 Exemplare auf der Welt. Materialwert 3,3 Millionen Euro pro Stück. Versicherungswert des Exemplars aus dem Bode-Museum 4,2 Millionen Euro. Das schwere Stück ist bis heute verschwunden. Ein spektakulärer Coup, den auch Asier Rodriguez Santos hinter Gittern aufmerksam verfolgte. Und da schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, ich glaube, Sie waren da zu der Zeit in U-Haft, dass Sie zu sich selbst gesagt haben, ich lese das mal vor, also jetzt, was machst du hier? Du bist wegen nichts im Knast und die Leute da draußen machen Millionen. Das war, glaube ich, zu der Zeit, genau. In der die Goldmünze da geraubt wurde. Mhm. Was hat Sie da genau angetrieben? War das Neid? Nein, nicht Neid. Also man muss auch sagen, zu diesem Zeitpunkt, ich war zwar inhaftiert, aber ich hatte noch nicht dieses Mindset von heute. Also ich war noch nicht in diesem Bewusstsein, dass ich sage, ich werde keine Straftaten mehr begehen. Sondern ich war auch wütend, weil ich zu diesem Zeitpunkt unschuldig im Gefängnis saß. Es hat halt meine Wut noch mehr bestärkt. Und als ich davon... Da sind Sie, glaube ich, angeschwärzt worden von jemandem. Genau. Ungerechtfertigt. Genau, wurde ich auch freigesprochen. Ja. Genau. Ja. Und als ich das halt gesehen habe, Sie müssen sich das vorstellen, wie verschiedene Unternehmen, sagen wir jetzt mal, bester Vergleich Samsung und Apple. Ja? Wenn Apple jetzt ein Produkt rausbringt, ein Handy, sage ich jetzt mal, dann versucht Samsung das zu toppen.
Ja, und wenn Samsung ein Produkt rausbringt, dann versucht Apple das zu toppen. So, man ist nicht neidisch, aber man, wer waren Sie in dem Fall? Kann ich nicht sagen, das muss jemand anderes beurteilen. Okay. Und dann möchte man halt, man möchte erfolgreich sein und man denkt sich, ich verschwende gerade hier gerade meine Zeit und die anderen, die sind fleißig und das regt einen an, noch fleißiger zu sein. Das läuft ja unter den sogenannten Clan-Verbrechen, die Goldmünze. Mhm. Sie hatten ja selbst auch Kontakt recht früh zu einer arabischen Großfamilie. Wie kam das da zustande? Also bei uns in der Stadt, wo ich herkomme, da wohnen sehr viele, das sind Mal, sehr viele Jungs mit dieser Nationalität. Und als ich noch jung war, da hatte ich viele Konflikte in meiner Stadt. Ja? Ich habe keine älteren Brüder oder Cousins. Ich bin mit meiner Mutter alleine hier hingekommen nach Deutschland. Und da gab es Konflikte. Ich weiß, also wahrscheinlich kennen das auch viele andere, sag ich jetzt mal, deutsche Staatsbürger, die auch nicht so jetzt die Cousins oder die Familie im Rücken haben, die dann ein bisschen so, sag ich jetzt mal, gemobbt werden oder unterdrückt werden oder angegriffen werden von irgendwelchen Leuten, warum auch immer. Es gab immer irgendeinen Grund bei mir, dass irgendwelche Leute zu mir kommen, sich mit mir messen wollten. Manchmal war es Eifersucht oder was auch immer. Bis heute weiß ich das nicht. Also in meiner Stadt, da war ein sehr großes Konkurrenzdenken. Ich weiß nicht, wie das woanders war oder wie in anderen Schichten oder so. Aber bei uns, da trafen halt verschiedene Ethnien aufeinander. Asier Rodriguez Santos kommt 1993 in der Dominikanischen Republik zur Welt. Seine Mutter stammt von dort, sein Vater ist Spanier aus dem Baskenland. Als er 3 Jahre alt ist, trennen sich die Eltern und die Mutter zieht einer neuen Liebe wegen mit ihrem Sohn nach Deutschland. Die Mutter und der deutsche Stiefvater sind beide berufstätig. Asier kommt in der Schule nicht gut zurecht. Die 6. und die 7. Klasse muss er wiederholen. Den Hauptschulabschluss schafft er nicht. Mit 16 fängt Asier an, seinen Lebensunterhalt mit der Begehung von Straftaten zu bestreiten. So steht es im Urteil. Anfangs stiehlt er nur Kleidung, später geht es aber um viel mehr. Schließlich muss er 4 Jahre in Jugendhaft. Da ist er wegen schweren Bandendiebstahls in 31 Fällen, versuchter räuberischer Erpressung und schweren Raubes gelandet. Schon mit 15 Jahren hat er seinen ersten Eintrag im Bundeszentralregister. In seinem ersten Verfahren wird er wegen Körperverletzung angeklagt. Verschiedene Kulturen, also da, wo ich war. Und da gab es halt immer Konflikte. Mit den arabischen Jungs hatte ich eher irgendwie nicht so Konflikte, die haben mich so in Ruhe gelassen. Aber da waren halt so ein paar Jungs von den Türken, die irgendwie ein Problem mit mir hatten. Ich habe mir nicht so Gedanken bis heute darum gemacht, warum. Natürlich habe ich mich heute damals gefragt, ja warum, was wollen die von mir? Ich tue doch keinen was eigentlich. Ja? Es war einfach dieses klassische Mobben. Und dann habe ich mich auch irgendwann zur Wehr gesetzt. Immer wieder mal. Es gab viele Konflikte, in meinem Buch beschreibe ich nur einen. Und es gab dann eine Situation, die ich in meinem Buch beschreibe, wo mir dann jemand von dieser arabischen Großfamilie geholfen hat, weil er gesehen hat, dass dort mehrere Leute auf mich einprügeln. Mhm. Und ich alleine war, sozusagen, alleine da stand, hat er und sein Bruder mir in dem Moment geholfen. Ja. Und sozusagen die Leute daran gehindert, mich noch mehr zu verprügeln. Und wie war das? Haben die Sie sofort aufgenommen in der Familie oder sind Sie Freunde geworden? Die waren direkt sehr herzlich, ja, sehr herzlich. Und ich hatte immer bei denen zu Hause einen Platz, einen Teller. Also die waren sehr gastfreundlich auch. Mhm. Und natürlich, wir haben auch zusammen manchmal, also oft die falschen Dinge getan. Was denn zum Beispiel? Ja, hinterher sind wir Konflikten nicht mehr aus dem Weg gegangen erstmal. Mhm. Also wenn dann jemand Streit wollte, dann, also wir haben nicht immer Streit gesucht. Manchmal haben wir auch Streit gesucht, ne? Irgendwann hinterher, bin ich ehrlich. Aber selten haben wir Streit gesucht und wenn dann jemand Streit wollte, dann sind wir dem nicht aus dem Weg gegangen. So, das waren die ersten Fehler, die wir begangen hatten. Und irgendwann, wir waren in einem Umfeld bei uns, da gab es halt Ältere, wir haben das mitbekommen, wie die wirklich sehr viel Geld ergaunert haben, durch was auch immer. Und das hat uns dann so ein bisschen geprägt. Wir haben auch früher sehr viele Filme geguckt. Also ich mochte früher sehr so Gaunerfilme. Und, Mafia-Filme und sowas? Ja, oder? Mafia auch, aber mehr irgendwie in Richtung Coups, also so Diebstahl, so wie Heat. Kennen Sie Heat? Mhm. Robert De Niro und Al Pacino. Ocean's 11 hat mich sehr fasziniert. Und wir haben auch immer
so mitbekommen. Also ich habe das mitbekommen, dass Leute gesagt haben, auch Leute, die eigentlich nichts mit Kriminalität zu tun hatten. Ich erinnere mich da an einen vom Jugendamt sogar, der halt mitbekommen hat hinterher, was wir gemacht haben. Und der hat gesagt, Mann, was macht ihr denn da für eine Kacke? Also, ne? Wenn man sowas schon macht, das ist schlecht. Aber wenn man sowas schon macht, dann macht man ein großes Ding, wo niemand bei zu Schaden kommt und dann hört man auf. So, und wenn du sowas immer wieder mitbekommst, dann prägt dich das. Und wenn du halt Filme siehst wie Ocean's 11 oder Heat und die Leute, die mögen das eigentlich. Also keiner kann irgendwie mir sagen, dass er Josh Clooney da drinnen nicht irgendwie sympathisch findet. Dann denkst du dir, ja, du willst das. Aber auch. Sie wollen jetzt nicht sagen, dass George Clooney sie auf die schiefe Bahn gebracht hat. Natürlich nicht. Oder? Natürlich nicht. Also es gibt viele Umstände, die mich dazu gebracht haben. Nur das war halt das, warum wir, also das hat mich unter anderem geprägt oder uns, warum wir halt diesen Weg gegangen sind, warum wir keine zum Beispiel Zuhälter geworden sind oder Drogendealer. So. Wann genau ging denn das los mit den schwereren Straftaten und wann haben Sie denn den Polizisten schlussendlich kennengelernt? Also den Polizisten habe ich das erste Mal kennengelernt, nachdem wir jemanden verprügelt hatten. Okay. Körperverletzung. Und das war dieser Typ, der mich vorher verprügelt hatte. Der hatte mich dann wieder aufsuchen wollen und... Der türkischer Herkunft. Genau, genau. Und dann haben wir den verprügelt, haben den Lektion erteilt, sozusagen. Der hat ja nicht aufgehört und für uns gab es nicht diese Option. Ich weiß nicht warum, das muss mir vielleicht ein Psychologe irgendwann mal sagen. Wir konnten damals, also ich persönlich konnte auch damals nicht zur Polizei gehen, auch wenn ich früher angegriffen wurde. Ich konnte das meiner Mutter nicht sagen. Irgendwie, ja, ich habe heute Prügel bekommen, ich habe immer versucht, das so zu verbergen. Und ich konnte auch irgendwie nie zur Polizei gehen und mich denen anvertrauen, irgendwie. Ich weiß es nicht. Und deswegen haben wir den Jungen verprügelt. Deswegen, der Junge hat dann eine Anzeige gemacht und ich musste dann zur Polizeiwache, wurde dann dort geladen. Und da habe ich dann erstmal den Herrn Schmitz getroffen, der mir dann halt geraten hat, dass ich halt eine Aussage machen soll, dass ich halt die anderen verraten sollte. Weil komischerweise hatte er keinen, obwohl er die anderen kannte, hat er nur meinen Namen gesagt. Ich weiß nicht, weil er vielleicht Angst hatte, dass da irgendwas noch kommt. Und bei von mir, der arabischen Großfamilie. Von irgendjemandem, von wem auch immer. Und bei mir, vielleicht dachte er sich, ja, da kommt nichts, den Spanier kann ich mal anschwärzen. Das habe ich aber schon öfters im Leben erlebt, dass die Leute eher geneigt dazu sind, mich an den Pranger zu stellen und bei anderen sich das nicht trauen. Und wie erklären Sie sich das? Werden Sie da eher eingeordnet als harmloser? Oder? Ja, früher auf jeden Fall, ja klar. Ja. Ja, die haben halt gedacht, ja, wenn ich, ganz einfach, wenn ich den anzeige, der kommt keine Brüder oder so, die mich danach eventuell verprügeln. Aber wenn ich jemand anderes anzeige, dann kann ich vielleicht hinterher noch Ärger bekommen. Okay. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht, was damals in den Köpfen der Leute vorgegangen ist. Okay, haben Sie denn gegen die anderen ausgesagt? Nein. Warum nicht? Weil das meine Freunde waren. Was hat das für Sie bedeutet? Die Menschen haben mir geholfen in dem Moment und es ist nicht meine Aufgabe, gegen die auszusagen. Wenn die Polizei ermitteln möchte, dann soll die ermitteln. Aber in Deutschland wird keiner dazu gezwungen, per Gesetz irgendjemanden zu benennen, wenn etwas passiert ist. Und deswegen habe ich das nicht getan, unter anderem. Und weil ich das einfach nicht konnte. Und wie sind Sie dafür bestraft worden? Jugendarrest, unter anderem, ja, deswegen. Wie lange? Das erste Mal war 2 Wochen und danach 4 Wochen. Das ist ja für einen Jugendlichen von, wie alt waren Sie damals? 14, einmal 14, einmal 15. Eine lange Zeit, genau. 4 Wochen im Jugendknast, ja. Das ist aber schon... Aber dann kamen dann hinterher noch andere Sachen dazu, deswegen ich da, ne? Aber das war halt auch mit unter anderem eine Sache. Haben Sie sich da nicht gefürchtet? Wie war das? Also mit 14 in den Jugendknast einfahren, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz ohne, ne? Ja, man hat schon von anderen gehört, die da auch reingekommen sind. Und man wusste halt, man geht da jetzt rein und man muss das überstehen. Und dann kommt man wieder raus. Natürlich war das da drin nicht so einfach oder nicht so leicht, aber ich konnte damit umgehen. Also Sie haben das genommen. Sind Sie dann hinterher quasi belohnt worden? Waren die dann stolz auf Sie, dass Sie die nicht verpfiffen hatten? War das ein Beweis der Freundschaft? Ein Beweis der Loyalität. Okay. Das war auch für Sie wichtig. Also das sind so Werte, die wichtig sind für jemanden mit 14. Ich überlege mir, wie man da so drauf ist. Ja, ich hatte das auch schon davor. Also man muss sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu Hause eine Party feiern. Ja? Die Eltern kommen zurück, sie haben nicht richtig aufgeräumt und die sagen,
Was hast du hier veranstaltet? Wer war dabei? War die Sabine dabei? War die Sabrina dabei? Wer auch immer. Würden sie dann einfach so sagen, ja, die und die war dabei, damit die deren Eltern anrufen und sagen, ey, hör mal, deine Tochter hat bei uns hier mit unserer Tochter eine fette Party gefeiert. Gib dir mal Hausarrest. Würden sie das tun? Nein, aber ich würde dafür auch nicht in den Jugendknast gehen. Ich weiß. Also, das jeder ist schon noch mal was anderes. Ne? Ja. Natürlich, das ist 100% was anderes. Aber jeder hat eine andere Hemmschwelle. Jeder hat eine andere Hemmschwelle oder andere, sag ich jetzt mal, Werte. Kommen wir wieder zu dem großen Coup in Gronau, weil da hat sich in der Zwischenzeit dann ein bisschen was getan. Das heißt, Sie hatten auch viel gelernt und einfach sich wahrscheinlich auch in Ihrer Persönlichkeit verändert, nehme ich mal an. Also Sie waren gefestigter, wenn man sowas durchgezogen hat, oder? So stelle ich mir das vor. Klar, man verändert sich, man wird immer älter, man macht immer mehr Erfahrungen. Und wird man auch immer abgebrühter, ja? Ist das so? Also so, dass man sagt so, jetzt habe ich irgendwie das geschafft, dann schaffe ich auch was anderes. Ja. Der große Coup von Gronau, da waren Sie ja in der Überwachung, hat das später sich wieder gespiegelt. Da waren Sie ja sehr beschäftigt damit in der Vorbereitung dieser Quittierangelegenheiten. Ja. Wo hat sich das wieder gespiegelt? In der Überwachung. Da gibt's, nein, das, ja, da gibt's ja, dieses, ja. Also es gibt... Es gibt ein Gespräch, da sprechen Sie mit einem Freund darüber, wie Sie das genau gemacht haben, genau, mit diesem Quittierbeleg. Ich habe 40 Stück davon gefälscht und in die Tüte getan. Und dann habe ich so getan, oh, ich habe was im... Ich hatte erst mal gescannt. Ich hatte mir einen Scanner geholt für 50 Euro, der einfach nur düt macht. Dann habe ich so getan, als ob ich das gescannt habe. Dann hatte ich hier meinen Drucker. Der aber gar nicht funktionierte. Hab so getan, als ob ich gedruckt habe. Also der hat gedruckt. Aber da stand nichts drauf. Der hat einfach gemacht und dann kam dieses Papier. Hab ich abgerissen. Hab ich genommen, zwei. Hat er so gehört. Dann habe ich genau diese zwei genommen, die ich gefälscht habe, unterschrieben, zack. Es galt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die DNA-Spuren auf keinen Fall auf diesem Beleg auftauchen zu lassen. Wie bereitet man das vor? Wie macht man das? Ja. Also bei der, wo ich das abgehört wurde, da habe ich das auch nur ganz kurz angeschnitten eigentlich. Also das war noch viel detailreicher, umfangreicher. Das beschreibe ich halt im Buch. Und man muss halt darauf achten. Ich wusste, einer dieser Belege wird auf jeden Fall da bleiben. Als erstes musste ich sowieso mehrere Belege machen, weil das Zeitfenster war ja ein bisschen größer. Und vor Ort musste ich dann auf die Uhr gucken. Weil man konnte den Beleg nicht echt in echt drucken. Genau, das ging nicht, genau, ne? Das, ja. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin ausführlich erklärt habe. Man konnte den Beleg nicht vor Ort drucken, weil wir nicht an die Software gekommen sind. Deswegen musste ich diesen Quittierbeleg vorher anfertigen. Also ich musste den fälschen. Ja? Und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, wenn man keine Software hat. Da habe ich ein Original bekommen vom Insider. Hab dann am Computer das verändert. Also es musste Datum passen, es musste die Uhrzeit passen. Ich musste mehrere machen, also Datum stand fest. Ja. Die Sache war, das ist Quittungsbeleg, ja, also Thermopapier. Ja. Das kannst du nicht einfach so drucken. Als erstes habe ich das versucht, mit normalem Papier zu drucken. Ja, hier, Baumwolle oder was das auch immer besteht. Aber es war zu dick. Ich habe es dann den Jungs gezeigt. Hier, guck mal. Das ist so, nee, das ist zu dick, das ist keine Quittung. Eine Quittung fühlt sich ganz anders an. Also muss ich Thermopapier kaufen. Und Thermopapier kannst du nicht einfach so durch den Drucker jagen. Okay? Weil es knittert. Weil es knittert und schwarz wird. Weil Thermopapier wird nicht drauf gedruckt aufs Thermopapier, sondern durch Hitze wird das darauf erzeugt. Durch Hitze wird die Schrift darauf erzeugt. Und durch Hitzeabgabe vom Gerät. Und deswegen musste ich, also habe ich erstmal versucht, normales Papier, dann nur mit Thermopapier, schon voll am Verzweifeln, ging auch nicht. Dann habe ich das Thermopapier genommen, ja, und auf normales Papier drauf gemacht. Mhm. Also genau, und das Problem war auch, Thermopapier als DIN A4-Format habe ich nicht gefunden. Bin zu so Schreibwarengeschäften gegangen, habe ich nicht gefunden, also nur eine Rolle im DIN A4-Format ungefähr. Mhm. Und da musste ich die Rolle aufmachen, schneiden. Ne? Ich hatte dann auch so ein... Wollte ich mit so einem Papierschneider, aber ging nicht. Ich musste alles mit Skalpell machen, weil sonst das zu sehr geknittert hätte. Wie macht man das gerade an so einem Lineal lang? Oder genau, ich weiß nicht, wie das heißt für Architekten, was man dann so hin und her schiebt, klemmt man das so ein und muss man dann schneiden. Ja? Mit einem Skalpell muss ich das alles machen. Und beim Drucken musste ich natürlich auch das Thermopapier erstmal hier drauf machen, drauflegen und dann mit Tesafilm hier bekleben, damit das Thermopapier auch fest auf dem Papier ist.
Und dann konnte ich darauf drucken. Und dann hatte ich sozusagen hier einen Streifen, einmal die obere Quittung und darunter die andere. Beide, eins für mich, eins für ihn. Welches wusste ich natürlich nicht, ne? Das wird man dann hinterher beim vor Ort. Und da musste ich das schneiden mit einem Skalpell. So, damit das auch wie eine Quittung ist, so länglich. Und währenddessen waren Sie komplett in Verkleidung, damit ich genau. keine Haare und Haut... Genau. Genau, also ich hatte dann Tatort-Schutzanzug an, ich habe mir die Haare geschnitten, den Bart abgeschnitten, also richtig Glatze, habe alles mit Tesa drum gemacht, Mundschutz, Brille, also ich war komplett zu. Und alles davor bin ich auch duschen gegangen, habe mich richtig sauber gemacht, dann in den Anzug und dann halt auch die Fläche. Musste jedes Mal neu mit Desinfektionsmittel, weil es kann ja eine Haarschuppe draufkommen. Wenn nur eine Haarschuppe auf diesen Quittierbeleg drauf wäre, und das würde dann die Polizei, die würden das ja dann bekommen, 100% irgendwann, ne, danach, dann wäre es vorbei. Also die wissen dann. Und wie wäre das bei der Übergabe selbst im echten Leben, da würden Sie ja dann die Quittung auch übergeben in echt. Wir hatten Handschuhe an, also das ist nicht, also die Handschuhe hatten wir auch kurz davor. Die Handschuhe waren in der Verpackung vor Ort. Kurz bevor ich ausgeschieden bin, haben wir die Verpackung aufgemacht. Ich habe die Handschuhe angezogen und die Quittungen, die ich gefälscht habe, wo dann das Unternehmen drauf stand, wo dann die Fake-Namen drauf stand auf der Quittung, weil da stehen die Namen auch von den Angestellten drauf, die in dem Moment, also von den Sicherheitsleuten, die dort in dem Moment sind. Da stand dann Rechnungsnummer drauf, Uhrzeit und. Die, ne, die ich dann vorher natürlich angefertigt habe, um so, also hoffentlich auch keine DNA-Spuren hinterlassen habe, das kann man ja nie wissen, habe ich dann vorher in eine Tüte, habe ich dann immer, wenn ich die fertig gemacht habe, in eine Tüte gelegt. Und ich musste auch jedes einzelne in den Drucker tun. Wir haben dann einen Drucker besorgt, einen echten Drucker und einen Scanner, um das so tun, als ob ich scannen würde und als ob ich drucken würde. Und ich musste jede einzelne Quittung auch in diesen Drucker reinlegen und dann abreißen, damit auch die Zacken drauf sind. Jeder kennt das doch vom Kassenbon, vom Supermarkt. Das musste ja auch bei der Fälschung vorhanden sein. Und dann auf Thermopapier. Und dann darf das nicht zu sehr zerknittert sein. Und. Und dann vor Ort habe ich das dann aus der Tür erstmal die Handschuhe angezogen. Ja, auch das Gesicht vorher, ein bisschen mit Desinfektionsmitteln und so weiter, damit das so ein bisschen feucht ist und die Hauptschuppen, die eventuell auf dem Papier in diesem Moment fallen würden, kontaminiert sind. Also, dass sie dann sozusagen auch ein bisschen kaputt geschadet sind und man das dann eventuell nicht verwerten kann. Und dann die Handschuhe angezogen, erst vor Ort, das erste Mal die Handschuhe angezogen und dann die Quittung angefasst und dann übergeben. Also, ich habe die Quittungen im Vorfeld gefälscht. Ja. Musste da aufpassen, dass ich keine DNA-Spuren auf den Quittungen hinterlasse. Die waren dann irgendwann fertig, oder wie? Oder wie haben Sie das geregelt? Genau, nachdem die fertig waren, wir haben uns für diesen Zeitpunkt zurückgezogen und haben sehr viel daran gearbeitet. Und als sie dann fertig waren, dann haben wir noch viele andere Aspekte beachtet und dann waren wir bereit. Ob das geklappt hat mit dieser guten Tarnung und der guten Vorbereitung, das hören wir in der nächsten Folge. Wir stoppen erstmal die Aufnahme.